Herzlich willkommen zur 10. Folge Final Fantasy 2. So, beim letzten Mal habe ich gelevelt und den Kristallstab geholt. Genau. Jetzt muss ich wahrscheinlich zu dem Turm da oben links, der auch wie auch immer heißt. Ah, hier ist er doch. Turm von Musidia. Vermute ich mal. Ich laufe jetzt einfach mal hin. Danke für dein Follow, Freddy. Freddy. Werde ich jetzt sterben? Ich glaube nicht. Ich schwimme keine Gegner. Hey Condi. Jetzt fällt's mir an. Ups. Jetzt fällt es mir wieder ein, ja, okay. Beim letzten Mal bin ich da schon hingeschwommen. Naja, okay. Jetzt sehen wir uns das nochmal an. Wurde doch verschluckt beim letzten Mal, da habe ich da aufgehört. Ja, genau hier habe ich aufgehört. Wo sind wir hier? Leila ist verschwunden. Im Leviathan, genau. Genau so war das. Okay, ich bin im Leviathan. Da gibt es 5 Schatztruhen. Elektrofisch. Weil ich den anderen Speierpunkt geladen habe. Weil ich mich nicht mehr erinnert habe. Das waren nur 3 Meter. Das war jetzt nicht viel, was ich neu machen musste. Tsunami Stufe 8, oh nice. Stirnband gut. Stirnband scheint gut zu sein. Oh, er hat überlebt, okay. Hat er nochmal einen Besacker gemacht. Das war nicht so intelligent.
ist auf Level 7, das geht halt gar nicht voran. Schau, das sind auch noch andere Leute, die schon ein ganzes Dörfchen aufgebaut. Da sind wohl mehr Viecher verschlungen. Was bist du für einer? Hey. Ist ja der Bauch Leviathans. Der Leviathan ist so diese Riesenschlange von Final Fantasy. Wird auch vom Leviathan verschluckt, ja. Kannst du mal bitte zur Seite gehen? Das ist eine Kiste, die ich ehrlich kann. Kraftreif. Einer. Aha, Neuankömmlinge, wer seid ihr? Prüfen. Was wisst ihr über das Ding? Verstehe. Ihr sucht ebenso das Ultima Grimoire. Wurde von Leon verschluckt. Nun, das Grimoire unser gemeines Ziel ist, werde ich mich euch anschließen. Ha! Der Richard! Tief im Bauch gibt es ein Schiff, das von einem Monster bewacht wird. Zusammen werden wir es besiegen. Der Drachenritter Richard. Oh, ich mag Richard. Schauen wir uns mal Richard an. Ich mag Schwerter und Lanzen. Welche übernachten? Er hat einfach alles verschluckt. Wenn Leviathan sein Maul aufreißt, kann man vielleicht rausschwimmen. Aber der Weg wird von einem Monster versperrt. Ich war hier von der Rest meines Lebens gefangen. Das stinkt bestimmt, Abadeus. Was bist du für einer? Leviathan ist der Wächter des Turms von Mysidia. Er verschluckt alle, die den Kristallstab besitzen. Seht her. Auch ich habe so einen Kristallstab. Okay, wieso habt ihr denn alle? Ich wohne hier schon seit 10 langen Jahren. Aber man gewöhnt sich an alles. Mittlerweile habe ich mich hier ganz weiß nicht eingerichtet rauskommen will. Wie hier. Gehen nicht mehr. Nur wie mit dem alten Opa und seinen doofen Kristallstab sind wir hier gelandet. Alles seine Schuld. Okay, ihr könnt weiter mitleiden, ich muss weiter. Oh, schau, das ist schon das Schiff. Zwei Truhen. Oben ist eine, unten ist eine, okay. Nur 500 HP, was will ich mit so einem? Der ist mit zwei Schlägen tot. 500 HP. Das ist wahrscheinlich tot gleich, oder? Richard, überlebe! Scheiße, das reicht nicht mehr für einen Kill. Komm, kill, 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 kill. Immer noch nicht. Eine Falle. Such mal Blutgeist, okay.
Ein vergiftet? Diamantenstahl, okay. Kann ich gut verkaufen. Mehr mein Würmchen. Oh Mann, es kommt auch echt noch Gegner davor. So, ich mich voll geheilt habe. Landwurm. Den müssen wir bezwingen. Und dann können wir mit dem Schiff entkommen. Das sieht nicht aus wie ein Landwurm. Wie sieht denn der aus? Hässlich, okay. Du machst das da, du machst einfach das da, dann machst du mal Berserker auf alle. Okay, 65er jetzt. Das ist vielleicht spannend. Okay, was habe ich denn da? Springmix ist 200 heil. Gewonnen. Ich hab's. Ich erwarte immer voll den spannenden Kampf und dann sterben die nach 3 Runden. Das ist immer ein bisschen schade. Mit dem Schiff fliehen. Warte mal. Ja. Jetzt habe ich fettes Schiff. Oh, na, schau mal. In der Leviathan entkommen oder was? Okay. Ich dachte, ich muss wenigstens den Leviathan irgendwie besiegen. Was habe ich jetzt gemacht? Das ist cool. 24 Truhen, okay. Jawohl. Okay. Davon habe ich schon ein paar gekillt. Das ist ein bisschen schade, ich hätte den Leviathan gern bekämpft. Das ist doch cool, oder? Gegen den Leviathan zu kämpfen. Wäre zwar ein bisschen groß, wenn er mich verschlingen kann mit dem Gesamt des Schiffes. Weiße Robe. Wo ist die? Eine Robe, die den Willen steigert, macht resistent gegen sämtliche Zustandsveränderungen.
Ich wünschte, Claire würde mit ihren Zaubern auch jemanden one-hitten können. Wenigstens einen töten damit. Bald ist Flair Stufe 8. Rino Gigantos. Flammbogen, Flammschwert, ja, ich weiß schon, aber. Weiß ich nicht, ob ich so weit bin. Die Story ist so: Man jagt einen Imperator, dann will man ihn besiegen. Aber ich weiß nicht, wie weit ich schon bin, quasi. Weil du keine so Zwischenschritte hast. Schon beim anderen konnte sich so eine Kristall orientieren, hast du gewusst, okay, ich habe schon 2 von 4 Kristallen, ich muss da und da ungefähr so viel erledigt haben. Hier hast du halt gar nichts. Sag mal so, weltmäßig, glaube ich, habe ich schon viel erkundet, ja. Daher Welt, ups. Nein, dass ich schon, ja doch. Ich glaube, von den Gebieten her war ich schon an vielen Orten. Nach Teil 3. Schauen wir mal, wie motiviert ich bin. Aber spricht eigentlich nichts dagegen. Nein. Schwerste Gegner im Spiel. Oh ja! Weg mit dir, Wackelpudding, du. Nee, warum so?
Man, theoretisch muss ich von der Claire noch den Bruder finden. Der vermutlich in mein Team kommt, weil ich konnte ihn ja, ich sag mal, Namen geben am Anfang des Spiels. Das heißt, er ist ja ein Teammitglied. Und wenn ich den noch nicht mal hab, ich denke mal, ich werde ihn nicht für eine Stunde bekommen. Der muss so zur Story beitragen. Ach komm. Vampirin. Ich habe auch kein Gefühl, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich schon halbes Spiel durch habe. Viertel? Dreiviertel? Keine Ahnung. Wie gesagt, weil du keine Anhaltspunkte finde ich hast in der Story halt. Normalerweise hast du so Anhaltspunkte, wo du weißt, okay, ich muss das machen. Dann kannst du immer einschätzen, wie weit du bist. Das fehlt hier komplett. Aber das finde ich auch gut. Ich spiele von mir hin. Und weiß nicht, ob ich noch 10 Stunden spielen muss, 20 oder 100. Ich lasse einfach auf mich zukommen. Das fand ich immer als Kind so cool. Als Kind habe ich so Spiele gespielt und dir keine Gedanken gemacht, dass es bald vorbei ist, weil du hast einfach auf dich zukommen lassen. Mittlerweile ist es davor und denkst du, oh, na, 3 Stunden noch, dann oh, bald bin ich durch, oh, was spiele ich als nächstes, oh, was mache ich dann? Und damals mal einfach gespielt. Oh nein, der ist verwirrt. Er darf nicht verwirrt sein. Kill das Kraut. Stirb. Ja. Ich glaube, verwirrt ist voll krass in dem Spiel, weil wenn ich dann mich selber angreife, mache ich voll viel Schaden. Hat bald keinen Zauber mehr einsetzen. 17 Mana hat die noch. Flair hat die nächste Stufe erreicht. Ist da rechts was? Da rechts ist eine Truhe. Ein Basilisk. Also, das ist auf jeden Fall nicht cool. Flammschwert. Lehrstufe 8, wie sieht das jetzt aus? Na, nicht viel besser. Wie geil, wie viel Zauber ich einsetze, das macht immer noch 200 Damage. Das finde ich ein bisschen doof gemacht bei Final Fantasy 2. Ich finde, die Zauber lohnen sich hier. Oh, Flammen halt. Hey. Die Zauber lohnen sich hier fast gar nicht. Oh, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht, oder? Landmorbol. Basilisk. Boah, das war so klar, dass er versteinert, oder? Mit bösem Blick. Und paralysiert.
Die waren nur noch herumprobieren. Das kann sein, ja. An sich finde ich die Idee gut. Das durchs Benutzen, das wird besser durchs Benutzen quasi. Aber es ist halt zu schwach. Ja, wenn du vergleichst, schauen wir noch 500 plus, na okay, 600, schauen wir noch 300 und nochmal 200. Die machen alle so 500, 600, 700 Damage und da kommt ein Zauberer mit 200. Oh, da steht jemand. Freund auf ein. Bisher habt ihr es geschafft. Doch ihr müsst mich besiegen, wenn ihr weiter wollt. Ein Zauberer. Cool. Feuerstufe 16. One-Hit, oder? Nee, nicht ganz. Okay, der ist in den Bagger sein. Ja, Loser. Das war jetzt Eis, Feuer, jetzt ist Eis alles. Voll nice. Kommen hier die vier Elemente. Feuer, Eis, Erde, Blitz. Die vier Elemente vorne. Froschbär. Sauf. Da war er. Ja. Froschbär ist besser. Rostanschuhe, ja, machen wir mal. Nein! Vergiftet und vergiftet und nicht vergiftet.
das wollte ich nicht. Noch 10 Truhen fehlen mir. Kommt der nächste Zauberer, ja genau. Da kommt das nächste Element. Cool. Das ist ja so ein Magier-Turm. Da kommen jetzt wahrscheinlich die ganzen Magie-Elemente. Sehr habt ihr es geschafft, doch ihr müsst mich besiegen, wenn ihr weiter wollt. Jetzt kommt so ein Frost-Gigas. Gewonnen. Was kommt jetzt? So ist hier so rosa, so romantisch. Damage, du machst Damage, du machst das da weg. Jawohl! Komm, kritischer Treffer, kritischer Treffer, nein. Ein kritischer? Nee. Warum liegt eine Kiste? Ich hasse mich. Ja klar, da macht er jetzt 800. Oh, der hat ihn gekillt, sehr gut. Hier kam knapp 600 Leben. ...650 wahrscheinlich. Jawohl. Nein. Nein! Idiot! Vergiftet. Auch nicht mal. Alter, was ist da los? Der Richard ist Gift-Immun oder was? Thank you.
Wie viel Leben hat denn das? Alter! Hast ja fast selbst getötet. Ich hasse diese Türen in den Final Fantasy 2. Da ist nie was drin, ich hab da noch nie was gefunden, glaube ich. Doch, ich hab da schon was gefunden. Ich glaube, nur eine Tür in 5 Gegner. Gegner findet man da immer, das stimmt. Da kommt jemand und dann Überraschung. Da werden die aber getötet. Schon bitter auf jeden Fall. Gott sei Dank bin ich hier gekommen. Sieben Kisten noch. Vorne halten. Wärmestiefel, cool. Ich hab keine Ahnung, was es bringt, aber ich freue mich drüber. Schuhwerk, dass die Angriffsanzahl steigert, besitzt denselben Effekt wie Haas. Okay. Oh, das wäre jetzt zwei. Was ist das für einer? Donnergigas.
Okay, der scheint mir ein bisschen stärker wie die anderen zu sein. Dann haben wir gewonnen. Da kein Schaden. Weil ich so ein Held bin, habe ich meinen ganzen Mana schon verbraucht. Werde ich sterben? Ja! Ich glaube, das war nur eine Ausnahme, der Typ. Donnergiga sind ordentlich. Was haben wir? 1000 Hits. Tot? Ja. Hinterhalt, was passiert jetzt? Oh nein, ich confused. Ja. Sagst du, in einer der Türen ist eine Kiste noch drin? Ich hätte auch gerne eine Waffe, die beim Damage machen Leben heilt. Das ist ja voll OP. Vier Truhen fehlen mir noch. Eine steht da oben, also drei Truhen. Ich hatte mal guten Damage. So, ich hatte gefällt mir.
Hier, da geht's weiter. Eine Falle. Oh, was sind das für Gotos? Okay, die halten ein bisschen was aus. Kacke, ist dann auch überlebt. Das hat mich auch noch verwirrt. Da ist jetzt was Gutes drin, komm. Leer, naja. Naja. Jetzt sind wir bei Blitz durch, bei Donner, jetzt ist es bei Wasser. Da oben sind 4 Türen. 1, 2 Truhen, 3, 4, okay. Eine Sanduhr erhalten. Ich habe Angst vor den nächsten Gigas. Wenn er noch stärker wie der Donner-Gigas ist, dann werde ich sterben. Meister Drache. Cool. Da bekommen wir auch kein Damage, das ist nicht cool. Ach, von Sperren bekommt er Damage, oder was? Schneesturm Stufe 16. Okay, die Gegner machen hier langsam viel Damage. Genshi-Fäustlinge. Schwarze Robbe. Thank you.
Jawohl, jetzt habe ich alle Truhen. Jetzt muss ich noch die richtige Truhe finden. Die richtige Tür finden. Das kann ich raten. Ich sag mal die da. Ja, beim ersten Versuch. Irgendwie nur, enttäuscht mich nicht. Also endlich, ich habe auf euch gewartet. Bis zu dieser Tür konnte ich mich durchschlagen. Doch der Zauber, der sich verschlossen hält, ist mächtig. Ich werde mich noch konzentrieren und all meine magische Kraft auf die Tür richten. Sollte meine Magie dem Bandzauber überlegen sein, werde ich ihn zerstören. Drehe zurück. Was soll ich an das gedacht? Bin weggeballert. Ist jetzt? Ist der Tod, ja genau. Min Uhr. Geht und nehmt euch das Grimoires an. Und seid nicht schweren Herzens. Vertraut nicht jene, deren Schicksal sich erfüllt hat. Min Uhr. Gib mir eine Phönixfeder, dann lebt er wieder. Okay. Die Stimme des Kristalls erschallt. Empfangt die Schnelligkeit wehender Winde. Deine Agilität ist gestiegen. Cool. Die Stimme des Kristalls erschallt. Empfangt die glitzernde Klarheit des Wassers. Deine Intelligenz ist gestiegen. Ich hoffe bei allen, nicht nur bei einem. Metal, Leute. Ich kenne, was geht. Die Stimme des Kristalls erschallt. Empfangt die Kraft der Flamme. Das ist bestimmt stärker, oder? Ja. Hier haben wir Stimmes Gesellschaft empfangt die stille Felsenfestigkeit der Erde. Dein Wille ist gestiegen. Okay. Schauen wir mal. Ich spreche mal. Oh, bestimmt ein Bosskampf. Kann die immer noch hier oben hier auf. Ja, das stimmt. Stimme des Kristalls erschallt, empfangen die verbotene Macht des ultimativen Zaubers. Ja! Lern den Zauberspruch Ultima. Einen geheimen ultimativen Zauber mit großer Zerstörungskraft. Ich glaube, das lohnt sich, ihr das beizubringen. Nach draußen gehen. Habe ich alles, was ich brauche hier? Ja, ja, dann schon. Nicht mal ein Boss, okay. Jetzt habe ich den ultimativen Zauber und kann ihn nicht mal ausprobieren, oder? Doch, ich habe einmal. Moment, verteidigen. Ultima. Wow. Der ultimative Zauber ist es. Ich muss jetzt wieder grinden. Kat, wie geht's dir? Was treibst du so? Die Abzockerstadt.
Oh, das ist scheiße. Ja, alles ganz gut. Ich muss doch morgen nicht arbeiten. Nächste Woche erst. Sonntag ist mir gut, ja. Spatzocken. Schauen wir mal, welche Typen ich ausrauben kann. Nichts Besonderes zu erkennen. Das sehe ich zwar anders, aber okay. Achso, ich hätte shoppen gehen können. Gehen wir shoppen. Oh, da ist ein Wirbelsturm. Was ist das für ein Wirbelsturm da hinten? Da muss ich hin. Ich hab Urlaub. Ganze Woche. Normal müsste ich morgen schon arbeiten. Aber irgendwann bist du daheim und die anderen müssen arbeiten. Ist positiv. Geh jetzt in den Sturm da. Okay. Ja, das wird mal so. Dann gehen wir mal zu der Prinzessin, schauen wir mal, was sie zu erzählen hat. Habe ich im Schloss eigentlich schon alles gefunden? Nee, mir fehlen noch immer noch drei Dinge. Das heißt, mir sind immer noch drei Dinge fehlen, oder? Bei Truhen, was bist du für eine Art? Du bist meine Freundin. Das ist das Schiff in die Tiefe zog, wurden wir getrennt. Ich dachte schon, die Tiefsee wäre euer Grab geworden. Ja. Deswegen bist du gleich abgehauen, ja? Die dunklen Mächte, deren sich der Imperator bedient, sind eine große Bedrohung. Altair, Gardea, Palum und Poft. Sie alle sind dem Wirbelsturm zu Opfer gefallen. Nur hat er kurz auf ihn genommen. Wirbelsturm. Zwei besondere unterliegt der Imperator den Wirbelsturm. Okay, und was soll ich machen jetzt? Ich habe einen Kristallstab. Ich habe einen Ring. Halten wir endlich den mächtigsten Zauber in unseren Händen. Doch, was nützt es uns, wenn wir vorher von einem Wirbelsturm verschlungen werden? Man muss schon fliegen können, um sich hineinzuwagen. Mann, was in der Welt? Ah, ich hab's kurz gespielt. Ich weiß noch nicht. Bin noch ein bisschen unentschlossen. Aber es gibt ja sehr viele, die spielen werden. Ich werde es mir vielleicht mal anschauen, aber. Also, ich werde es mir wahrscheinlich anschauen. Wie lange ich spielen werde, weiß ich nicht. So, ich würde sagen, wir beenden mal hier die Folge schnell. Den wir die gekillt haben. Okay. Schade. Ich habe auch nicht viel spielen können, weil ich lange Wartezeit hatte, um in die Beta einzuloggen.
So, dann mache ich Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ciao.